Weiter geht es. Bum, die dumm, die dumm. Messung läuft. Wow. Was sollen die Lecks? Mag ich ja gar nicht. Was war das? Was bin ich da gerade irgendwie hängen geblieben oder so? Schon wieder ein Leck. Willst du mich verarschen? Oh, da vorne fährt auch ein Bus. Ich glaube, wir müssen da vorne halten. Puh, alles klar. Ah, okay, es geht noch. Jetzt will ich mal versuchen, so irgendwie zu spielen. Das geht. Und könnte der Bus bitte weiterfahren? Bitte. Ah, jetzt macht er zu. Okay, es ist schon mal etwas anders natürlich. Keine Frage. Aber wie man sieht, das Lenkrad bewegt sich mit. Bus, würdest du bitte fahren? Bus! Hallo, Bus? Hängt jetzt fest oder was? Hm. Das ist doch alles scheiße. Warum fahren die Busse nicht? Das ist doch... Also... Ich weiß ja echt nicht, ob ich mich denn nicht immer überhaupt aufreg. Ob es da nicht schon ein Patch gibt oder ich kann es irgendwie nicht sagen. Habe ich keine Ahnung. So, der Bus verschwindet jetzt auch. So. Dann versuche ich hier mal gleich um die Ecke zu fahren. Halt. Jetzt. Wow, was war denn das gerade für ein geiler Stunt? Und dann versuche ich mal nicht mit dem Anhänger auf den Bordstein zu kommen. So. Halten Sie an der kommenden Haltestelle an. Okay, mache ich. Hey, muss ja sagen, das ist voll cool so zu fahren. Und was steht da? Eine Messfahrt. Ach so. Sieht man sogar die Abgase. Wie geil ist denn das bitte? Also weiter raus kann ich nicht mehr zoomen. Ich kann noch weiter rein, aber weiter raus kann ich nicht mehr zoomen. Ich kann mich hier frei bewegen. Das ist natürlich schon einiges anders als jetzt. Wie wenn ich... Oh Gott. Ich halte jetzt einfach mal an. 20 Sekunden. Ja, läuft. Aber ich glaube, ich hock mich doch lieber mal ans Steuer. So. So, und dann fahre ich einfach mal los. Und dann sage ich mal, ich will nicht hier rechts. So. Und dann möchte ich hier links. So.
Alles wunderbar. Rechts vor links. Kommt keiner. Hier muss ich anhalten. Anhalten. Gut. Können wir nun mal raus. Aber das hat voll Spaß gemacht, so zu fahren. Kann ich ja hier auch machen? Kann ich nicht? Doch, jetzt. Ich kann auch hinten aufmachen. Haha. Jetzt mache ich hinten dazu. Krass. Und jetzt fahre ich einfach los. Und dann versuche ich da vorne mal um die Ecke zu fahren. Und ich hoffe, da kommt jetzt. Okay, da kommt einer. So, da habe ich aus Versehen das Auto gestriffen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ja Vollkasko. Okay, jetzt wird's. Wow, da kommen Autos. Jetzt muss ich hier wirklich im Ernst rückwärts fahren, weil der da nicht vorbeikommt. Dann versuche ich einfach mal, um die Kurve zu brausen und einfach mal auf die Laterne zu fahren. So. Ja, überhaupt nicht knapp oder so. Ich sag ja, das ist hier überhaupt nichts für einen Ziehharmonika-Bus. So, wie heißt denn die Straße? Heilbronn, nee. Hall, was? Hellabronner Straße. Hellabronner Straße. Okay, krass. Krasser Name. So. Bitte Fahrt fortsetzen. Okay. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es besser findet. Also jetzt so vom Steuer aus, also vorne so, oder vielleicht doch eher so aus der, wie nennt man das, Vogelperspektive. Also ich finde beide ziemlich cool, muss man sagen. Wir haben grün. Und wir müssen da vorne links. Aber wir können jetzt da natürlich auch viel dichter auffahren. So. Sind natürlich ein bisschen die Häuser jetzt im Weg. Aber man hat hier natürlich eine viel bessere Sicht und die Frau ist gerade gegen unseren Bus gelaufen. Auch nicht schlecht. Und hier staut sich ja eine Megaschlange. Und die Ampel wird nicht grün, doch jetzt. Das ist dreispurig. Ja, komm, fahr. Oh. Hätte ich auch nur links vorbei können. Tut mir jetzt leid an den hinter mir, dass der nicht mehr durchkommt. Ja, tut mir leid. Bloß wenn halt der Spasserlacken hier nicht fährt, kann ich leider auch nichts für machen. Ja, jetzt, komm. Oh, jetzt kommt der erst. Oh nee, jetzt haben die einen Unfall gebaut. Das gibt's doch nicht. Ohne Scheiß jetzt. Oh Gott. Ja, okay, wir haben hier dann wahrscheinlich eine riesen Verfrühung dann drin. Und es wird schon wieder grün. So, einfach mal. Oh. Ganz chillig. Oh Gott, hier ist eine Haltestelle.
Ja, bitte bleiben Sie noch 15 Sekunden stehen. Okay. So, ich fahre jetzt einfach los. Wir haben eh schon Verspätung. Bitte Fahrt fortsetzen. Okay, und wir müssen jetzt einmal hier rum. Hier so. Nicht so schnell. Habe ja gesagt, nicht so schnell. Okay, das war noch gelb. Denn wir müssen da lang. Wir müssen hier auch anhalten. Miau, wir müssen anhalten. Dumm, dumm, die dumm. Aber wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Und dann ist es ja eine Megastrecke und da ist schon wieder eine Frau gegen unseren Bus gelaufen. So, Fahrt fortsetzen. Müssen wir hier rechts abbiegen? Natürlich ohne den Bordstein mitzunehmen. Boah, haben wir sogar geschafft. Ne, hier muss ich nicht halten. Okay. Aber da muss ich halten. Alter! Du weißt schon, dass du ein Stoppschild hast. Das hat der aber schon gesehen. Hoffe ich mal. Brettert der da raus, ey. Leute, gibt's. Ist mir aber demnächst auch passiert. Ich fahr so. Ja, ich fahr schon. Und dann plötzlich, ohne zu gucken, fährt einfach einer raus vor mir. Also, zu manchen Autofahrer kann man echt nichts mehr sagen, weil die weder irgendwie gucken noch was weiß ich was machen. Das finde ich halt. Eck. Oh, Bus. Okay. Was? Oh! Oh! Ja. Das war natürlich sehr gut, weil ich habe anstatt bremsen, habe ich nach links gedrückt. Das sollte man natürlich schon noch unterscheiden können, Juli. So, also es ist doch gar nicht mal so einfach. Das ist natürlich wieder eine Challenge mehr. Okay, jetzt wird's creepy. Scheiße, ich habe zu spät eingelenkt. Na klasse. Jetzt hänge ich hier in der Luft. Und das Fahrzeug muss stehen. Weil ihr werdet gleich sehen, ich werde dann nicht rumkommen. Ich müsste nochmal zurücksetzen, Juli. Ja, genau. So. Hallo? Ich höre doch, dass du da irgendwas schaltest. So. So, jetzt muss ich den Vorwärtsgang finden. Aber ich komme hier trotzdem nicht rum.
Jetzt komme ich rum. Wieder raus. Ja, sehr guter Knick. Hier müssen wir auch nicht halten. Muss man hier ganz kurz wieder rein. Oh, Baum! So. Also hier sind die Kurven auf jeden Fall einiges leichter zu machen, denn es wird hier natürlich jetzt sehr kurvig, denn wir sind hier mitten in der Innenstadt. Da muss ich hier gucken, dass ich schön auf meiner Spur bleibe oder halt besser keinen Unfall baue. Denn das wäre nicht so gut. So, von links kommt keiner. Und der hält an, deshalb kann ich da mal kurz ausschlagen. So. Ist ja echt eine einwandfreie Messfahrt. Ohne Unfall und ohne alles. So, hier ist unsere Endhaltestelle. Wow, ich habe gerade gedacht, der läuft wieder auf die Straße. So. Bitte halten Sie an der kommenden Haltestelle an. Messfahrt beenden mit einer bestätigen. So. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.